Hallo Leute! Willkommen in Palenji. Dies ist Teil 7. Hier ist mein Helfer fleißig am Aussehen. Das läuft doch ganz gut. So ein paar Ecken lässt er frei. Denkt sich wohl auch, lassen wir die Alte auch noch was machen. Jo, werde ich tun. Ich habe aber auch noch viel anderes zu tun. Und zwar muss ich jetzt erstmal mal gucken, wie wir da schnell hinkommen. Hierhin. Diese riesige Grasschwart einsammeln und daraus Ballen machen. Und ja, mir hat in der Zwischenzeit ein benachbarter Bauer gesagt, dass ich mit den Ballen hier wahrscheinlich bei dem Stall nicht glücklich werde, weil die nicht genommen werden in dem Stall. Da müsste ich dann auch noch... Oh, jetzt ist da hier auch noch Stroh drin. Das ist aber doof. Mal gucken, kann ich das vielleicht entladen? Unfertigen Ballen öffnen oder sowas. Mal gucken, hier vielleicht. Nö. Ist vielleicht noch nicht voll genug. Dann produziere ich jetzt erst einen Strohballen, bevor ich hier überhaupt mit dem Heu anfangen kann. Das ist aber doof. Das ist aber sehr doof. Zur Not kümmere ich mich erst um die Strohballen auf dem Feld. Ja. Und achte dann drauf, dann nehme ich nicht das komplette Stroh von dem Feld mit. Sondern wenn es fast komplett durch ist und der letzte Ballen ausgespuckt wird, dann stoppe ich das gleich. Irgendwie so. Weil so viel Heu ist das nicht, was ich da habe. Ja, oder... Wenn ich die Ballen gar nicht zum Füttern nehmen kann, vielleicht sollte ich dann doch einen kleinen Ladewagen anschaffen. Hier sind wir ja komplett falsch. Naja, aber ich kann hier ja über unser Senffeld fahren und dann noch ist es ja unser und dann so hintenrum. Das müsste ja gehen. Ich meine, wir haben bisher von unserem... Gucken, ob man hier durchkommt. Durch den Graben. Ja, problemlos. Von unserem Budget habe ich ja bisher noch gar nichts ausgegeben. Ich habe ja noch mehr, als ich am Anfang hatte. Insofern ist vielleicht ein kleiner Ladewagen drin. Ich guck mal. Gegebenenfalls könnte ich mich vielleicht auch mal nach dem Gebrauchtmodell umschauen. Muss ja nicht viel sein. 30.000. Und einen Gebrauchten gibt es auch nicht. Tja. Naja, vielleicht schaue ich später nochmal nach einem preiswerten Ladewagen. Weil die Alternative wäre dann doch einen Futtermischwagen zu kaufen. Da gucke ich jetzt gerade auch nochmal. Nein, hier. Futtermischwagen, aber da ist auch der kleinste, kostet ordentlich Geld. Ne, 29.000. Das macht den Kohl nicht fett. Und dann hätte ich ja auch Silage machen können. Aber mein Kumpel wollte ja sowieso lieber Heufütterung. Und dann möchte man irgendwie keinen Futtermischwagen anschaffen, wenn man sowieso Heu füttert. Das fühlt sich dann ja schräg an. Nun ja. Jetzt machen wir hier erstmal die Strohballen fertig.
So. Das Dauerhafteste an Plänen ist sowieso, oder das Zuverlässigste ist, dass man Pläne ändern muss. So. Ich meine, ein Stück weit finde ich Arbeit mit dem Ladewagen meistens auch bequemer als mit Ballen, weil dann hat man es gleich aufgeladen, das Material. Da muss man natürlich noch gucken, gibt es Lagermöglichkeit. Für Heu. Heuballen kann ich in den Ballenlagern unterbringen. Ja, das will wohl durchdacht sein. Weil, ja, ohne Lagermöglichkeit wäre dann auch doof. Dann kann ich nur den Futtertrog für die Kühe bis zum Anschlag füllen. Das ist wahrscheinlich ein Fall von... Wie man es macht, ist falsch. Aber das lässt sich in meine App feststellen. So. Was ich auch mal überprüfen kann, ist, ab wie viel Füllungszustand man so einen Ballen auch unvollständig auswerfen kann. Ich gehe jetzt einfach mal bis etwa 50% hoch. So. Okay, muss man so konzentriert auf die Prozentangabe gucken. Okay, jetzt haben wir 50%, super. Steht hier was von Ballenpresse abschalten nur? Ich schalte sie mal ab. Nee, kann ich nicht entladen. Jetzt gehe ich mal weiter, dann auf etwa 75. Kann man es jetzt entladen? Nein. Manche Sachen gehen auch immer auf 80%. Jetzt gucken. Ich fürchte, man kann gar keine unfertigen Ballen ablegen. Das ist, glaube ich, auch von Ballenpresse zu Ballenpresse verschieden. Aber ich muss sagen, dass ich, da ich ziemlich selten mit Ballen arbeite, weiß ich das nicht so genau. Ich weiß nur, dass es bei manchen Ballenpressen geht. Auch beim Baumwollpressen geht es. So. Ja, hier erscheint nichts von wegen unfertigen Ballen abladen. Aber jetzt, wenn er fertig ist, dann erscheint es, dass man abladen kann. Nun gut. Ja, was machen wir? Eben fleißig weiterarbeiten.
Also bleibt mir anderes übrig. Aber wir machen hier mal ein nettes Erinnerungsbild. So. Wie wir hier fleißig Ballen pressen. Und ja, vielleicht sollte ich hier einfach mal meine Hausaufgaben fertig machen, ohne aufzunehmen, sonst wird es ja auch ein bisschen eintönig für euch. Ich könnte mir vielleicht mal wieder Musik zusammenstellen. Ich habe jetzt eine neue Musikquelle aufgetan, wo ich ja, gefühlt fast beliebig viel Musik finden kann, die ich auch, wo ich künstlich erstellte Musik, wo ich sagen kann, ich hätte gern Musik, die zum über den Acker fahren passt, zum Beispiel. Fröhliche Country-Musik mit für die Landwirtschaft. Irgend sowas. Kann ich mir mal einen Satz erstellen lassen und wenn die gut sind, könnte ich mir dann mal so eine Playlist zusammenstellen und die könnten wir dann hier bei so eher einförmigen Arbeiten uns dann gemütlich anhören und dann können wir ganz gemütlich zur Musikbegleitung gechillt bei der Feldarbeit. Jo, ihr könnt zugucken und ich kann fahren. Aber jetzt habe ich da noch nichts zusammengestellt. Jetzt habe ich mehr so wehmütige Flötenweisen und sowas. Musik für mein angehendes Spiel. So auch so idyllisch über die Wiese gehen. Folkmusik, also nicht Volksmusik, sondern Folk. Wie Irish Folk oder so. Mit Flöte und Gitarre und solchen Sachen. Der macht tolle Musik. Ja, okay, ich mache jetzt hier mal die Ballenpresserei fertig und dann sehen wir uns wieder. So, ich dachte mir, wenn ich hier schon von meiner neuen Musikgeneriermaschine schwärme, dann könnte ich ja auch einfach die wehmütigen Wiesensongs ein bisschen hier abspielen. Ja, passt zwar nicht so sehr zur Landwirtschaft, aber zur schönen Natur, finde ich, passt das schon. Und darum habe ich jetzt extra noch so ein paar Reihen Stroh übrig gelassen, wo wir dann hier gemeinsam ballenpressend schnulzige Naturmusik hören können. Und ich hoffe, dass die Lautstärke so halbwegs für euch stimmt. Für mich stimmt sie gut. Aber ich konnte jetzt natürlich mittendrin auch keine Testaufnahme machen. Aber ich finde es schon sehr schön, die Musik. Zum Teil ein bisschen zu wehmütig. Aber so ein bisschen wehmütig mag ich eigentlich ganz gern. Jetzt gucke ich mal, spielt der automatisch das nächste? Nee, er spielt das einfach nochmal, der Schlingel. Dann hole ich uns jetzt mal ein anderes. Weil ich habe schon eine ganze Menge gemacht. So. Ja, das ist fast das Gleiche, oder? Das ist das Gleiche. Wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht vorbereitet als Playlist zum Aufnehmen, aber es kam mir so spontan. Und dann dachte ich mir, oh, wenn ich euch schon davon erzähle, aber ich nehme mal ein anderes.
Dieses erste hieß A Distant Whisper. Und ich habe das so mit Melancholik, Folkmusik, with the Deep Flute und so gewählt. Also da kann man immer genau beschreiben, was man haben will. Und dann denkt sich diese künstliche Intelligenz Musik aus und kann das inzwischen recht gut. Also die meisten Lieder sind irgendwie durchaus brauchbar. Und manche sind richtig schön. So eins von 100 ist so richtig so, boah, das würde ein Hit werden. Und ja, sagen wir mal so, 1 bis 2 von 20 sind so, naja, so muss nicht sein mäßig. Also es gibt auch Missratene dabei. Aber die Anzahl der Brauchbaren ist gigantisch. Und da habe ich dann gleich ein Abo abgeschlossen. Und werde dann auch schwungvollere Musik als die in mein Intro einbauen. Weil ich das andere Musikabo dann auch für Ende Juni gekündigt habe. Weil hier kriege ich viel mehr Ausbeute. Das ist jetzt Emerald Pathways. Man kann auch mit Gesang. Dann denkt der sich sogar auch noch Lyrics aus. Und wer lieber Metal-Musik hört oder Rockmusik, sagt dann halt hier kräftige, laute Rockmusik und kriegt dann kräftige, laute Rockmusik. Also auf jeden Fall kann der das viel besser, als ich das könnte. Und ich habe eine langjährige Ausbildung in klassischer Musik. Also jetzt nicht Berufsausbildung, sondern ja, 10 Jahre in Kindheit und Jugend. Ach, und jetzt wollte ich ja mit einem entleerten Ballen. Super, das habe ich jetzt aber gut hingekriegt. Zur Not kann ich ihn vielleicht beim Shop zurücksetzen. Ich glaube, dann werden die geleert. Gut, jetzt ist 75, das ist besser als vorher, aber immer noch nicht gut. Wir machen das jetzt so. Der wird schon zum Shop zurückgesetzt. Und dann fahre ich mit dem vollen Anhänger zum Hof. Das wollte ich sowieso. Weg ist er. Und die Ballen holen wir später mal ab. Grause, grause. Ob die Säuselmusik hier so Performance-Einbrüche reinbringt? Keine Ahnung. Weil manchmal hakt es so ein bisschen. Wo kommen wir denn hin, wenn wir da lang fahren? Ich guck mal.
Ach, das ist auch ganz gut. Da müssen wir ein bisschen weniger durch den Ort. Soll mir recht sein. Wie gut, dass ich den starken Trecker geholt habe, also den relativ starken. Mit dem kleinen werden wir hier nie den Berg hochkommen. Uiuiui, guck mal, jetzt stehen wir ja schon fast. Komm hier, die paar letzten Meter schaffst du auch noch. Musikstück. Zack. Und nehmen wir Shadows of the Past. Jetzt hat der Trecker Probleme und mein Bildschirm auch. Und der Hubbel. Ah, meine künstliche Intelligenz, die Musik macht und komponiert, heißt übrigens Suno. Ist, glaube ich, die bekannteste künstliche Intelligenz, die professionell Musik macht. Oh, oh. Sorry, ihr Autos. Ich habe meine Einfahrt fast verpasst. So. Unser Silo. Immerhin, es nimmt Tritikale. Und jetzt können wir hier auch mal im Menü gucken, ob wir auch Gras in dem Silo unterbringen können. Beziehungsweise Heu. Kein Heu. Und der Strom? Da zählt wohl das, na, wie heißt es? Der Kuhstall mit. Aber hier haben wir keine Lagermöglichkeit für loses Heu. Das spricht gegen ein Ladebau. Tja. So, stellen wir den hier erstmal ab. Die Ballen müsste ich bei Gelegenheit holen. Das hat jetzt aber keine so große Eile. Wir gucken jetzt erstmal, was unser Aussiehelfer gemacht hat. Praktisch fertig. Das ist gut. Das heißt, in der nächsten Folge kann ich dann hier so ein paar kleine Korrektursehungen machen, die bestimmt nötig sind. Hier hat er doch irgendwas ausgelassen. Da ist so ein Eck und hier größeres Eck. Ja, da muss ich einiges machen.
dann hole ich die Ballenpresse vom Händler ab und versuch's mal mit einem Ball. Da ich ja sowieso kein loses Heu lagern kann hier, ich müsste sonst ein Multifrucht-Silo bauen, was natürlich ginge, könnte ich mir schon überlegen, ob ich das mache. Aber dann brauche ich auch einen Ladewagen. Ich denke mal drüber nach. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.